Den Zwölfen zu Gruße und willkommen zu einer neuen Folge von Das Schwarze Auge Blackguards. Ja, es ist jetzt schon ein bisschen länger her, dass eine Folge rauskam, aber ich hatte echt einfach keine Zeit. Jetzt kam auch noch Fasnacht dazwischen. Und da habe ich es einfach nicht geschafft. Deswegen tut mir das Herz sorry. Aber im Moment mache ich eher ein bisschen langsamer, was YouTube angeht. Ich hab einfach nicht mehr so viel Zeit, jeden Tag 4 Folgen von irgendwas hochzuladen. Das klappt einfach nicht mehr. Deswegen, wenn mal ein paar Tage oder, also wenn mal ein Tag oder vielleicht auch mal 2 Tage dazwischen liegen, dass eine Folge kommt, seid mir nicht böse, ihr wisst, woran es liegt. Ich habe einfach gerade nicht so viel Zeit. Ah, ein alter Schüler. Sieht nicht so aus, als wäre was Nützliches aus dir geworden. Kein Wunder, warst schon immer ein Nichtsnutz. Dachtest wohl, die Götter hätten dich gesegnet. Aber es kommt eben nicht darauf an, wie schön du bist oder wie stark oder wie gewandt. An deinen Talenten musst du arbeiten. Schleifen, schleifen, schleifen. Jeden verfluchten Tag. Der hat ja auch Nerven, ey. Also hier ist ja angeblich Unruhe, wo man nichts sieht, aber naja. Sicher stolperst du auch immer noch unvorbereitet in jedes Duell. Wie oft habe ich dir gesagt, du sollst dir einen besseren Gürtel zulegen? Willst du Tränke und Wundbinden im Gefecht erst aus dem Rucksack hervorkramen? Gürtel sind wichtig. Aha. Tja, und jetzt treibst du dich wie so einem südländischen Scharlatan herum. Zobaran aus dem Hause Florios. Beim Zaubern mag das ja anders sein, Signore. Feuerzauber zum Beispiel. Dazu braucht es Mut. Aber das ist eben nicht alles. Man muss studieren, studieren, studieren. Jeden einzelnen Spruch. Oh Mann. Was hat er denn noch zu erzählen? Feuerzauber werden ohnehin überschätzt. Aber die Leute wollen heute immer den leichten Weg gehen. Brachiale Gewalt. Von den subtilen Feinheiten unserer Kunst will niemand mehr etwas wissen. Mhm. Gewiss, manche Zauber setzen auch körperliche Kraft voraus. Wie der Corpo Fesso. Aber in der Regel zählen die inneren Werte. Intelligenz, Ausstrahlung, Tapferkeit. Alter. Und dieses Männlein? Grobschlächtig wie ein Schlachter. Wie? Ein klobiges Beil kann er vermutlich schwingen. Aber wie sieht es mit einem Bogen aus? Jede Waffenart braucht Übung. Ja, das ist harte Arbeit. Sehr harte Arbeit. Das stimmt allerdings. Schon gut. Der hat jetzt genug gelabert. Das Problem ist nämlich immer noch, wir haben einfach keinen Fernkämpfer richtig in unseren Reihen, oder? Wenn ich mich da richtig entsinne. Ach doch, Trakate. Dem haben wir es beigebracht. Hast du denn auch eine Waffe dazu? Ja, sehr gut. Stimmt, doch, dann haben wir sogar einen Fernkämpfer. Muss ich nur mal kurz gucken, wo muss ich denn überhaupt hin? Gerade, ich habe echt keinen Plan mehr. Ich habe gerade geguckt, am 22.02. habe ich das letzte Mal Blackguards gespielt. Und ich muss jetzt aus irgendeinem Grund ins Gefängnis. Keine Ahnung. Ach, Mist. Na gut, das muss ich dann vom nächsten Kampf machen. Ich habe immer noch den leichteren Schwierigkeitsgrad drin. Da hat sich zu Recht jemand beschwert, dass ich gesagt habe, es wäre so Kindergarten. Habe ich komplett verpeilt. Ich kann nicht sagen, dass ich diesen Ort vermisst habe. Haben wir einen Plan? Lasst mich reden. Mir wäre lieber, du hältst den Mund. Ach, einfach vornherein. Was ist das denn für ein Kerlchen? Willkommen, Neuankömmlinge. Lasst die Schrecken der Welt hinter euch. Wie Niams Schwester. Und doch anders. Lasst mich prüfen, ob ihr die Wahrheit liebt oder die Schatten. Welchem Gott vertraut ihr? Wir müssten jetzt eigentlich sagen, den Zwölfen, um ehrlich zu sein. Aber wir lassen Aurelia mal reden, die hat ja Ahnung. Und sagen, der Namenlose, dem vertrauen wir. Dem einzig Wahren, dem goldenen Gott. Dann sagt mir, gibt es Gerechtigkeit in einer ungerechten Welt? Wir lassen einfach Aurelia weitersprechen. So wenig wie eine Waage stillstehen kann, wenn sie auf einem schwankenden Schiff steht. Warum lassen wir sie reden?
wie hat der Namenlose seinen Namen verloren? Oh, das ist interessant, das wusste ich auch nicht. Als die anderen Götter ihn niederwarfen, verschlang er den Namen, damit die anderen Götter ihn nicht beherrschen konnten. Ihr dient dem Herrlichen. Damit dient ihr uns. Haltet euch bereit und erwartet eure Aufgaben. Was wird von uns erwartet? Schließt euch dem Aufstand der Lämmer an. Erhebt euch. Vertraut niemandem. Okay. Gut. Was war denn das jetzt? Okay, das war dann wohl eben der letzte Bildschirm. Die Antwort darauf, was passiert, wenn wir falsch antworten. Dann werden wir einfach angegriffen. Gut, gehen wir zur Wache. Die Prophetin vertraut euch. Das gilt nicht unbedingt für mich. Also? Bringt uns zur Prophetin. Wir müssen noch einmal mit der Prophetin sprechen. Die Prophetin wird euch rufen, wenn die Zeit da ist. Moment. Dann erstmal kurz Ende. Ich stelle mal wieder den Schwierigkeitsgrad höher. So, und jetzt hauen wir die auf die Nase. Also? Ich erinnere mich an dich. Schön für dich. Du hättest einen Zwerg höflicher behandeln sollen. Ach stimmt, Naurim war ja auch im Knast, daher kennen wir den ja. So, wen haben wir denn da? Bogen, 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 Bogen. Schwergerüsteter Kerl. Ja, der sieht echt übel aus. Muss ich jetzt mal sagen. Gut, aber die restlichen, die kriegen wir so. Takate nimmt dann wohl die Seite. Ich bin vergiftet! Ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Jetzt sind hier auch noch Fallen. Großartig. Ach komm! Ist nicht euer Ernst. Du machst jetzt erstmal ein paar Leute platt. Wer ist dran? Zubaran, Zubaran, wo stehst du denn? Ach, der steht da hinten. Du versuchst mal ein auszulöschen. Scheiße. Ich komme nicht bis dran. Shit. Funktioniert beides nicht. Deswegen, ich mach das einfach mal so und spreng seine Deckung weg. Oder auch nicht. Mist, war nicht stark genug. Weiß gar nicht, wie lange das blöde Gift anhält, ob ich mich... Da oben ist ja noch einer. Oh, der macht mir echt ein bisschen Sorgen, der Typ. So, du wartest mal hier. Ein Nahkämpfer, zwei Nahkämpfer. Okay, das ist ganz okay. Zwerg dazu. Ey, das, wie viel sind denn da noch von diesen Fallen? Das ist doch Kacke. Man kann es auch echt übertreiben. Ah, Gift! Gut, Takate. Dann leg ich mal los. Machen wir den hier als erstes fertig. Den da oben kriege ich nicht mit. Schade. Na gut. Lassen wir den einfach so um. Zubaran, du kümmerst dich jetzt aber mal um den Kerl da oben, der nervt. 12, naja, nicht wirklich gut getroffen, aber es geht. Aber die Bogenschützen sind ein echt ein hammerhartes Problem, ja. Die machen ziemlich krass Schaden. Eieieiei.
Aber erst müssen wir uns mit dem kümmern. Ach, mit dem kann ich auch zwei weit schlagen. Unkühl. Wie viel hat denn der Zwerg noch? Wo ist er? 35 hätte ich noch. Scheiße. Und der hat sich natürlich jetzt ordentlich geheilt. Also nochmal. Machen bitte nochmal so viel Schaden, Takate. Oh. Geht besser. So, jetzt treffe ich wenigstens mal zwei. Pando muss ich schnell heilen. Den brauche ich auf jeden Fall noch. Nein! Wie soll man sich hier auch konzentrieren? Ungut. Fuck. Tot. Ja, die ist tot. Übel. Der Zwerg muss auch geheilt werden. Gift. Ach, du Kacke. Takate, der ist noch fit. Der kann also noch weiterkämpfen. Aber wie viel Schadensregeneration habe ich damit? 25. Moment, ich mache erstmal einen Zwerg und danach mache ich Pandur. Sehr gut ausgewichen. Weich nochmal aus, bitte. Sehr gut. Sehr gut. Wen haust du jetzt als erstes um? Hau mal den um. Ich glaube, der macht mehr Schaden. So, der wandelnde Turm ist down. Oh. Ich frage mich gerade, ob sie es überhaupt rentiert, Pandur wieder auf die Beine zu stellen. Eigentlich nicht. Ich glaube, das rentiert sich wirklich nicht. Ich kümmere mich lieber darum, dass meine restlichen Kämpfer ordentlich gepusht sind. Fuck. Jetzt kann es ein Problem werden. Verdammt, ich glaube, das werde ich nicht schaffen. Gift. Da muss ich mich anders vorbereiten. Zubaran ist selbst schon fast tot. 15, das bringt natürlich nicht viel, aber... Kacke. Kacke. Gucken, ob ich es mit dem Zwerg noch hinkriege, aber ich sehe da etwas schwarz, muss ich sagen. Vor allem, ich weiß nicht, wie ich da oben an den Typ dran kommen soll. 15, 20, 20 Lebenspunkte. Ich muss einfach immer nur fleißig ausweichen, aber ich glaube, das war's jetzt gerade. Yep. Verdammt. Gut, dann werde ich den leider das nächste Mal, die nächste Folge nochmal probieren müssen. Und genau, wir sehen uns dann einfach morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüssi.